Sieht nicht so aus, als ob das lokal ist. Seid willkommen auf dem der deutschen Übersetzung des Vortrags über die coolen Werkzeuge, die von Wikimedia-Zeug mitbenutzt wird, die ihr als Wikimedia-Benutzer vielleicht auch benutzen könnt oder mit denen ihr auch coole Sachen tun könnt. Also eine große Runde Applaus für den Vortragenden. Batterie. Oh, und it works, right? Die ganze Zeit mit perfect. Sorry for that. Thanks for coming. Okay. I'm Andre. Ich bin André. Ich arbeite für Wikimedia. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Logo dahin tun wollte, weil das nichts mit Wikimedia zu tun hat, sondern es geht eigentlich alles um Freiwilligenarbeit und Freiwilligensoftware. Das ist ein Mix zwischen verschiedenen Entitäten, Wikimedia Deutschland und anderen. Ich habe mich entschieden, diesen Talk zu halten, weil wenn man auf Wikipedia und anderen Seiten ist, gibt es mehrere Softwarearten. Es gibt aber auch viel Software, die einfach nicht so deutlich sichtbar ist. Wikimedia Tech World is pretty complex. It's all free and open source software. And some areas. Die Menge der Software ist relativ komplex und es ist alles von Freiwilligen gemanagt. I'm going to be in the bots, gadgets, user scripts, tools and a bit mobile apps area today. Heute werde ich in Bereichen Bots, Gadgets und so weiter beschreiben. Many languages. Wir haben viele Communities, viele Sprachen. Es gibt mehr als 300 Wikipedias. Es gibt viele verschiedene Interessen und Use Cases, Bedürfnisse. Ihr könnt wahrscheinlich euch schon vorstellen, dass es schon bei verschiedenen Sprachen oder Schriftsystemen Verschiedenheiten gibt. Und weil alles frei und Open Software ist, gibt es auch viele Experimente. Und können auch Probleme in den Werkzeugen, die die Einzelnen haben, umgehen. Manche Mitglieder der Gesellschaft, der Gruppe, die das macht, haben Ideen und die Werkzeuge, die sie benutzen, involvieren ein bisschen. Sie verändern sich, Code wird von der einen Funktion zur anderen rüberkopiert für unterschiedliche Sprachen und so weiter. Und früher in diesem Jahr haben Leute sich beschlossen, dass es schön ist, die Werkzeuge zu zeigen, die spannenden, die eindrucksvollste Software, die außerhalb von der Wikimedia Kern-Code-Repositories und dessen Erweiterungen implementiert wurde. Um diese Softwarewerkzeuge und die Menschen, die diese Softwarewerkzeuge geschrieben haben und benutzen, aufzuzeigen, gab es halt dieses Event. Leute haben Ideen und wollen da wirklich was machen und versuchen dann Leute auch zu finden, zu rekrutieren, die dann diese Werkzeuge erstellen können, wenn sie selber nicht die Fähigkeiten dazu haben. Früher in diesem Jahr haben wir beschlossen, diese große Software zu feiern, dadurch, dass wir einen Award gegeben haben und eine Preisverleihung durchgeführt haben. Es ging um die gesamte Wikimedia-Gesellschaft, die ganze Menschen um Wikimedia herum. Und zuvor haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und haben versucht, Kategorien zu erstellen für diese Werkzeuge, dass wir für jedes Werkzeug einen Preis verleihen können, jede Kategorie von Werkzeugen. Und was ich hier mache, ist, ich nehme diese Preisverleihungsvortrag und zeige ihn wieder, ohne dabei jetzt noch die Preise auszuhändeln.
als ihr zu geben. Viele dieser Werkzeuge braucht ihr nicht, wenn ihr eure eigene Wikimedia-Instanz am Laufen habt. Aber vielleicht habt ihr ein paar Ideen oder auch Sachen, die ihr noch gar nicht kennt, die ihr vielleicht benutzen wollt. Es gibt viele Werkzeuge da und teilweise ist es wirklich schwer, sie zu finden. Danke. Weil sie auf verschiedenen Wikis sein könnten. Die erste Kategorie ist Erfahrung. Und der Gewinner war das Locator-Tool von Simon 4. It's a tool that helps you adding the geocode. Mit dem Werkzeug kann man Geokoordinaten zu existierenden Bildern hinzufügen auf Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist der Platz, wo man Bilder und andere Medien speichern kann. Warum hat es diesen Preis gewonnen? Es ist sehr intuitiv und einfach zu benutzen. Man kann Koordinaten zu einem oder mehreren Dateien hinzufügen. Man kann es in den Benutzereinstellungen finden. Es gibt in viele Sprachen und es hat gute Tutorials. Es ist aktiv gepflegt und häufig benutzt. Das ist das Tool. Ich zoome ein bisschen rein. Das heißt Locator Tool. Hier kann man einen Kategoriennamen eingeben. Heute habe ich eine Hand weniger als sonst. Eigentlich sollte es auch eine Autocompletion geben. Mal ausprobieren. Showcases. Vorführeffekt. Wenn ich vielleicht... Okay, probieren wir was anderes. Wir laden jetzt... Theoretisch gibt es hier eine Karte mit einem Pfeil oder mehreren Pfeilen mit Dateien in dieser Kategorie. In der Praxis habe ich hier wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel gewählt und das WLAN ist ein bisschen langsam. Oder vielleicht haben auch keine der Bilder in der Kategorie schon eine Location. Ich habe... Okay, gehen wir zurück zu dem Screenshot, wo man sehen kann, wie das eigentlich aussehen sollte. Das nächste Tool ist Hotcat. Das ist eine relativ kleine Menge an Code, aber es wird sehr häufig benutzt. Cat steht für Category oder Kategorie. Das ist ein Weg, um Dateien oder Artikel auf Wikimedia Commons zu organisieren. Das ist ein Screenshot von einer Datei auf Wikimedia Commons und unten kann man die Kategorien sehen. Und man kann sehr einfach Kategorien hinzufügen mit diesem Tool. Und man kann es auch relativ gut finden über die Benutzereinstellungen. Zum Vergleichen. Hier sieht man die Kategorien, wie sie sonst aussehen. Eigentlich nur die Namen und man kann da drauf drücken, um auf die Übersichtsseite zu kommen. Wenn man die Gadgets aktiviert hat, dann sieht man ein paar mehr Knöpfe, die von JavaScript hinzugefügt werden. Und man kann eine Kategorie wegnehmen oder hinzufügen, indem man auf Plus drückt. Und dann kann man da den Namen direkt eingeben. Es funktioniert auf fast allen Wikis und es hat fast die höchste Anzahl an Benutzern. Der Code ist öffentlich, es gibt mehrere Beitragende.
Impact, also Eindruck quasi. Internet Archive Bot, also Internet Archiv Bot. Man kann vielleicht ein bisschen schon raten, was es tun sollte. Es ist kein Archivservice wie Archive.org. Häufig verschwinden Webseiten aus dem Internet oder sie werden gelöscht oder. Und Wikipedia-Artikel haben viele Referenzen. Und dann kann man die Referenzen nicht mehr prüfen und dann kann man den Wahrheitsgehalt des Artikels nicht mehr prüfen. Aber es gibt das Internetarchiv und sie archivieren regelmäßig Webseiten, indem sie das Internet crawlen. Und dieses Bot ersetzt den Link auf die Originalwebseite mit dem auf das Archiv. Und man kann dadurch immer noch die Webseite sehen, die referenziert wird. Das Großartige an diesem Tool ist, dass es etwas automatisiert, was eigentlich sehr aufwendig wäre. Und die Konfiguration hängt außerdem auch von lokalen Wiki-Bedürfnissen ab. Zum Beispiel, ich werde es euch hier nicht direkt zeigen, aber hier kann man die Geschichte eines Artikels auf der englischen Wikipedia sehen. Und das ist die letzte Änderung, die dieser Bot gemacht hat. Es hat diesen offensichtlich toten Link ersetzt durch einen Link auf web.archive.org. Wenn man auf diesen Artikel klickt, dann sieht man tatsächlich die Referenz und nicht einen toten Link. Die Reusable-Kategorie, das ist die vierte Kategorie von 10. Das ist Page Views, also Seitenansichten. Es zählt, wie häufig auf Seiten der Wikipedia zugegriffen wird. Es ist ein relativ einfacher Graph, aber es kann sehr nützlich sein, wenn man Statistiken haben möchte. Zum Beispiel, welche Artikel besonders beliebt sind oder gefragt sind. Aber für mich ist es besonders nützlich, wenn es zu technischer Dokumentation kommt und zwei Seiten überlappenden Inhalt haben und ich möchte sie zusammenführen, aber ich möchte deswegen wissen, welche beliebter oder gefragter ist. Das kann sehr nützlich sein dafür. Man kann alle Wikis berücksichtigen, man kann den Zeitraum berücksichtigen. So sieht das live aus. Ich vergleiche hier zwei Webseiten auf meta.wikipedia.org. Ich schaue mir die täglichen Statistiken an in einem bestimmten Zeitraum. Ich vergleiche zwei Seiten über die Coolest Tools und eins für, um Sprachen nachzufragen. Und hier sieht man, wie häufig diese Seiten nachgefragt wurden. Dann gibt es Quick Statements, also schnelle Aussagen von Magnus Manske. Ja, that's true. That's true. I tried to access. Ich habe versucht, das vorher darauf zuzugreifen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Theoretisch ist es ein mächtiger Editor für Wikipedia. Man kann Statements, Labels und andere Sachen benutzen, mit Hilfe relativ einfacher Textkommandos. Und man kann relativ einfach an den Nutzungszahlen sehen, dass es relativ beliebt ist.
Ich konnte damit leider noch nicht selbst spielen, deswegen kann ich euch nur diesen Text vorlesen. Ihr könnt schon Sachen vorbereiten in einem Texteditor oder in einem Tabellenkalkulationsteil. Es gibt außerdem noch andere Werkzeuge wie OpenRedefine, die dieses Tool außerdem benutzen. Weil es leider offline war, konnte ich leider nur zu seiner Hilfeseite gehen und ein bisschen auf den Inhalt schauen. Hoffentlich finde ich irgendwann Zeit, das selbst auszuprobieren. Dann für Entwickler gibt es einen Preis für Media Wiki Code Search. Vor langer Zeit gab es zum Beispiel einen Service von Google, um explizit nach öffentlichen Source Code Repos zu suchen. Und wir wollten das für Wikimedia Code haben. Also alles, was in Wikimedia Git ist. Ich glaube nicht, dass Sachen woanders unterstützt werden, also zum Beispiel auf GitHub. Das ist ein relativ einfaches Interface. Oben kann man nach Kategorien filtern, in welchen Codebasen man sucht. Ja, Garrett, es steht hier am Boden. Und es ist sehr einfach zu benutzen, zumindest wenn man ein bisschen was über reguläre Ausdrücke kennt oder nur den Namen einer Funktion wissen möchte. Zum Beispiel ein Anwendungsfall ist zum Beispiel, wenn eine Funktion ausgemustert wird oder später sogar entfernt wird in der Kerncode-Basis. Dann muss sich jemand alle Benutzungen finden. Und hier, so kann man das deutlich einfacher machen. Man kann natürlich auch alle Erweiterungsrepos überprüfen. Aber für Leute, die nicht alle Extensions auf ihrem Rechner haben, ist dieses Tool sehr praktisch, weil man es online benutzen kann. Ich schätze, ich brauche das euch nicht zu zeigen, wie man hier einen Suchbegriff eingibt. Wenn ich zum Beispiel getText eingebe, was ein Funktionsname wäre, bekommt man die Ergebnisse nach Repositories gelistet und dann kann man oben filtern, wenn der Server oder das Internet schnell genug ist. Vielleicht komme ich später wieder. Die siebte Kategorie ist der Mobilbereich. Gibt eine Commons Mobile App, die auch von Freiwilligen betreut wird. Damit kann man Fotos direkt zu Wikimedia Commons über das Handy hochladen. Man kann Kategorien hinzufügen, nahe fehlende Bilder finden, zum Beispiel via GPS. Damit kann man herausfinden, welche Artikel in der Nähe noch Bilder benötigen. Man kann existierende Bilder anschauen in einer Galerie. Diese Zahlen sind wahrscheinlich überholt, aber besonders impressive finde ich die große Menge an Leuten, die schon beigetragen haben zum Code. Ich werde das YouTube-Video jetzt wahrscheinlich nicht abspielen, weil der Ton noch nicht funktioniert. Diese Bilder wurden mit der App hochgeladen, aber das Interface ist relativ intuitiv.
Es ist außerdem interessant zu sehen, dass es macht Hochladen einfacher, auch Inhalte, die vielleicht nicht geeignet sind für Wikimedia, zum Beispiel Selfies von Leuten und ihren Freunden. Das wird aber gerade behandelt, zum Beispiel mit Filtern oder Filtern, die prüfen, ob der User neu ist. Dann gibt es die Kategorie neue Werkzeuge. Da haben wir das Werkzeug NOA Hochladewerkzeug Upload Tool. Dieses Werkzeug benutzt wissenschaftliche Papers, also die öffentlich verfügbar sind, und holt die Bilder davon. Und dann kann man aussuchen, ob die Lizenz in Ordnung ist und ob der Inhalt zu der Wikipedia-Seite oder Wikimedia Commons dazugehört und ob das hilfreich ist. Das heißt, wir gehen auf die Webseite, man kommt ein zufälliges Bild und man kann dabei helfen, sagen, hey, sollte das ein Wikimedia Commons Bild werden, um es einfach einfacher zu machen, darauf zuzugreifen und es weiter verfügbar ist. Es geht auch in die Richtung von offenen Wissenschaften. Es ist das einfachste Benutzerinterface in dieser gesamten Sammlung und es macht die Attribution in einer richtig. Und zwar zufällig oder semi-zufällig. Also ich bin auf dieses Werkzeug, zu diesem Werkzeug gegangen und man bekommt ein zufälliges Bild und die Unterschrift wird übernommen. Und man kann sagen, Upload oder nächstes Bild. Für Upload muss man sich erst anmelden und authentifizieren. Dann für soziale Aktivitäten gibt es ein Programm für Projekte und Events von Sage und anderen Mitarbeitern. Es geht ein bisschen mehr über das Beibringen und Workshops und für Schreiber, die neue Medien hochladen oder für zum Beispiel Wikiversity, die eine weitere Wikimedia-Seite ist, auf der Kursinhalte vorhanden sind. Also Vorlesungen, Folien und ähnliches. Und daraus kann man sehen, wie viele Effekt ein Programm hat. Und das wird schon relativ vielen Eventorganisatoren ausgenutzt. Zum Beispiel von vielen Wikimedia- und Lokalorganisationen in vielen Ländern. Man kann Lehrprojekte anzeigen, Metriken sammeln. Das wurde über mehr als 100.000 Studenten und Editoren benutzt seit 2010. Ist der Standardansicht, das man bekommt bei diesem Programme und Events Dashboard. Man hat die unterschiedlichen Kampagnen auf der linken Seite, zum Beispiel Kunst und Feminismus 2018. Wir haben davon wurden so und so viele Projekte gemacht. So viel wurde editiert und wie viele Leute haben dabei mitgearbeitet. Also hat man so eine Idee, wie viel Ergebnis ein Projekt hatte. Und zuletzt, aber nicht das Letzte, Eggbeater sagt euch vielleicht nichts, das ist ein Logo, das wir ausgewählt haben für den Preis und grundlegend das ist das Sonder-Ding. Es nennt sich Twinkle, ist auch ein JavaScript-Anwendung von diesen Entwicklern. Und das ist für Leute, die Wikimedia mehr benutzen und hilft mit Maintenance-Sachen. Vandalismus zurückrudern
unhilfreiche Leute zu reduzieren. Es macht Administration einfacher. Es ist in den letzten 15 Jahren benutzt. Es gibt gute Hilfeseiten. Und um ein kleines Beispiel zu zeigen, dies wäre der normale Ansicht oder fast normale Ansicht. Ich habe auch ein paar Gadgets eingeschaltet auf der Wikipedia-Seite, wenn man angemeldet ist. Und hier oben lesen, editieren, Star-Button-Knopf. Und wenn ich jetzt Twinkle einschalte, gibt es einen weiteren Link, der zum Beispiel der erste Link ist, das vom CSD irgendwas schnell gelöscht werden soll. Und ein paar andere Optionen. Und viele Funktionalität, die dadurch viel einfacher zugreifbar ist, insbesondere wenn man halt Vandalismus zurückdrehen möchte oder. Das ist das Foto, das am Ende von der echten Preiszeremonie aufgenommen wurde. Viele Maintainer und Entwickler von diesem Quellcode waren dabei. Nicht jeder war auf dieser Konferenz, aber wir konnten einige der Preise wirklich aushändigen. Und das waren halt Schneebesen, also Eiweißschläger. Und das Ziel war, der ganze Werkzeuge, die so daneben laufen, die vielleicht noch nicht mal offensichtlich ist, dass es eine Funktion ist, die nicht in der Core-Funktionalität ist, weil es standardmäßig eingeschaltet ist und man erwartet einfach, ja, das ist ein Teil von der Standardsoftware, aber es ist nicht ein Teil dieser Standardsoftware. Auch vielen Dank für die ganzen Benutzer dieser Werkzeuge. Also wenn ihr ja irgendwas Interessantes mitgenommen habt und ihr noch weitere Interesse oder Fragen habt, findet ihr die Links bei meta.wikimedia.org auf der Seite Cooles Tool Award. Wenn ihr die technische Fragen Interesse habt, nicht nur die Werkzeuge benutzen wollt, dann könnt ihr euch da diese anderen Link anschauen. Und beide zeigen, wie man sich darin involviert, wie man da weiterarbeitet. Sowohl über Editieren, lokale Benutzer, Herangehensweise an Kommunikation mit anderen. Ja, vielen Dank. Hallo, hallo. Vielen Dank, André. Haben wir Fragen im Publikum? Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte und ich gebe euch das Mikrofon. Ihr könnt auch alles fragen. Ich weiß vielleicht nicht alle Antworten. Ich arbeite nicht an allen diesen Werkzeugen, aber ich kann es versuchen herauszufinden. Vielen Dank für den Talk. Hast du ein Lieblingstool, um Positionen von Artikeln zu finden? Man kann Positionen für die Bilder, aber auch für die Artikel selbst hinzufügen. Und ich finde es unpraktisch, die Informationen immer zu kopieren. Und ich hätte gerne ein Tool, wo man auf eine Karte drücken kann und sagen kann, dort ist es. Vielleicht existiert es schon. Das ist eine gute Frage. Ja, man kann auf einen Artikel gehen und du hoffst auf einen Button und dann erscheint da eine Karte und dann kann man das über die Karte hinzufügen. Ich weiß es selbst nicht. Ich müsste es herausfinden oder versuchen. Ich komme später auf dich zurück. Weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann nochmal vielen Dank.